In der privaten Krankenversicherung werden in den meisten Tarifen, insbesondere in der Vollversicherung, im Laufe des Vertragslebens Alterungsrückstellungen gebildet. Diese dienen dazu, die steigenden Leistungsausgaben im Laufe des Lebens über die Jahre auszugleichen. Die Mittel in der Alterungsrückstellung werden verzinslich angesammelt und deshalb berücksichtigt unsere Kalkulation eben auch einen Rechnungszins. Wir Krankenversicherer ermitteln den Rechnungszins anhand sehr detaillierter Vorgaben vom Gesetzgeber und der Aktuarsvereinigung. Die Ermittlung erfolgt unternehmensindividuell und sogar auch von der Tarifgruppe abhängig. Was wird dafür getan? Wir müssen uns als Unternehmen zunächst ein Bild davon machen, wie viel Anlagevolumen wir haben werden. Da gibt es zwei Quellen. Das eine ist die Neuanlage, das heißt, die Alterungsrückstellung erhöht sich. Das heißt, hier muss es tatsächlich zu einer Neuanlage kommen. Es gibt aber natürlich auch in der Kapitalanlage Wiederanlagen. Das heißt, wenn alte Anlagen abgelaufen sind, dann muss es natürlich zu einer Wiederanlage kommen. Das wird alles in dem Modell verarbeitet. Hier werden dann auch historische Zinsverläufe mit verwendet und auch in die Zukunft fortgeschrieben. Und im Übrigen berücksichtigt das Modell auch die Risiken der einzelnen Kapitalanlageklassen. Als Ergebnis erhält man dann den sogenannten allgemeinen Unternehmenszins. Das ist dann aber noch nicht der Rechnungszins. Der Rechnungszins berücksichtigt nämlich noch, dass Tarife nicht jedes Jahr angepasst werden, sondern manchmal auch mehrere Jahre zwischen zwei Anpassungen liegen. Anpassungen dürfen ja immer nur dann erfolgen, wenn auslösende Faktoren angesprungen sind, häufig die der Leistungen. Aber auch das passiert nicht jedes Jahr, sondern manchmal erst nach 2, 3 oder 4 Jahren. In der Zwischenzeit können Beiträge nicht angepasst werden, auch die Zinsen nicht angepasst werden. Das heißt, diese müssen dann in dieser Zeit aber trotzdem noch einigermaßen sicher zu verdienen sein. Und deshalb berücksichtigt das Verfahren zur Festlegung des Rechnungszinses genau diese durchschnittliche Zeit, die zwischen zwei Beitragsanpassungen vergehen kann. Der Rechnungszins ist in der privaten Krankenversicherung durch den Gesetzgeber auf 3,5% nach oben hin begrenzt. In der Praxis ist dieser Betrag aber in den letzten Jahren natürlich nicht mehr zu verdienen, das wissen wir alle. Einen wichtigen Einfluss hat hier drauf die sehr restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die dazu geführt hat, dass Neuanlagezinsen inzwischen sehr, sehr niedrig geworden sind. Wir als Krankenversicherer können aber immer noch einen sehr attraktiven Zins bieten. Der gesunkene Zins führt natürlich dazu, dass Beiträge steigen. Warum? Weil eben der Zins, der eben nicht mehr am Kapitalmarkt verdient werden kann, dennoch durch Beiträge ausfinanziert werden muss. Da die Alterungsrückstellung ja dazu dient, die Leistungen in der Zukunft zu finanzieren. Und wenn eben Zinsen nicht mehr in diesem Maße dazu beitragen, die Alterungsrückstellung aufzubauen, dann muss das durch Beiträge kompensiert werden. Das führt leider dazu, dass Beitragsanpassungen in den letzten Jahren eben doch höher ausgefallen sind, als das ohne diesen Effekt erforderlich gewesen wären. In unserem Haus haben wir mal abgeschätzt, es sind ungefähr ca. 50%, die wirklich auf die Beitrags- oder die Anpassung der Zinsen entfallen. Oder andersrum gesprochen, die Beitragsanpassungen hätten zum Teil auch nur halb so hoch sein können, wenn wir die Zinsanpassungen nicht gehabt hätten. Trotz des gesunkenen Zinsniveaus haben wir aber im Übrigen immer noch Zinsüberschüsse. Diese werden den Verträgen ganz überwiegend gut geschrieben und dienen dann dazu, im höheren Alter Beitragsanpassungen abzumildern. Eine häufig gestellte Frage ist übrigens, was passiert denn eigentlich, wenn Zinsen wieder steigen? Die Antwort darauf ist relativ einfach. Kommt es zu Schwankungen, die vielleicht nur kurzfristiger Natur sind, dann gehen eben diese Überschüsse, die dann entstehen, wieder in die eben genannte Direktgutschrift. Das heißt, sie werden den Verträgen gut geschrieben und dienen dann der Entlastung in späteren Jahren. Wenn es zu nachhaltigen Veränderungen kommt, dann können Beiträge oder dann können die Rechnungszinsen auch angehoben werden. Das würde dann dazu führen, dass Beiträge dann auch entlastet werden können. Zusammenfassend kann man sagen, ja, der Zins spielt eine erhebliche Rolle in unserer Kalkulation. Er ist gesunken in den letzten Jahren und das hat auch zu Beitragserhöhungen geführt. Es ist aber dennoch weiterhin erforderlich, Vorsorge zu betreiben, auch wenn die Zinsen nicht mehr in dem Maße wie in der Vergangenheit
den Sparprozess erleichtern.